In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Audra hat uns abgeholt und Furkan kommt mit zu uns heute. Ja. Audra ist noch bei Mama. Die machen kurz im Keller etwas. Da ist irgendwas mit der Spielmaschine und die brauchen irgendeinen Schraubenzieher oder so. Ja, und wir fahren jetzt nach Hause. Nelina, wir waren gerade einkaufen bei Kaufland. Wenn wir morgen in den Tierpark gehen in Leverkusen. Ich bin mal gespannt, wie es da ist. Wir sollen auch morgen 25 Grad haben. Oh, mir ist so warm. Ich habe so ein Gefühl, dass wir irgendwas vergessen haben. Nein, Anane kommt nicht mit, Schatz. Anane, du musst dich jetzt ausruhen, ne? Ja, Nene, Mama, Mamba. Mama hat ja Fisch gemacht heute und Nina... Also wir sind nach dem Einkaufen kurz hoch und dann meint Lina Bar. Sag mal Fisch. Hif, Bar. Hif. Ja, sie hat direkt gesagt, Bar, ich stinkt's. Ne? Hif. Hif. Hif, Bar. Aber trotzdem hast du 2-3 Stück gegessen. Ne, Linosch? Ja, ich sehe Mama. Oh, ist voll warm, ja. Guck mal, ob wir morgen das Video mit Audel drehen können. Also ich hoffe, das klappt. Aber wir haben auch kaum Zeit zum Video drehen. Ich glaube, das dauert noch. Ich kann, wenn du willst, mach deine Tür auf, wenn dir warm ist. Oder Fenster runter. Wie cool. Leute, schaut mal, was Lena bekommen hat. Von My Baby. Und zwar dürfen wir den Güterzug testen von Lego Duplo. Sollen wir das mal aufmachen, Lina? Ja. Das ist neu. Hey, ja. Lina, sollen wir das aufmachen? Ja. Okay. Papa, da, da. Du hast sogar schon. Das sieht voll weg. Oh, schon mal das Messer weg. Moment.
tankt jetzt, ne? Hey Mama! Meine Mama ist alt. Gefällt dir das, Lina? Ja, danke, Mama. Ja. Mama. So, ihr Lieben, Lina spielt jetzt mit ihrem Güterzug und hatte auch sehr viel Spaß. Wir waren gerade nochmal einkaufen, weil da keine Batterien drin waren. Das voll vergessen, deswegen haben wir jetzt Batterien gekauft. Und ich wollte euch mal zeigen, was wir gekauft haben, also was wir so eingekauft haben. Wir waren ja bei Kaufland für morgen und morgen gehen wir auf jeden Fall, übrigens das ist hier Fisch, das kann auch gleich später essen. Wir waren ja bei Kaufland wegen morgen. Morgen gehen wir in den Tierpark. Und dann kann Lina wieder ihre Freundin treffen. So, ich muss mal kurz hier alles aufstellen. So, und zwar haben wir gekauft. Was denn? Ist sie stehen geblieben? Egal, Dai macht das jetzt für dich. Der muss nur ganz kurz so nach vorne schubsen. Dann fährt die von selber. So, und zwar haben wir gekauft 2-mal Activia. Einmal mit Vanille. Ich liebe Vanille. Und einmal mit Erdbeer. Du musst so ein bisschen nach vorne so stupsen. Heb das mal kurz hoch, drück mal auf den Knopf, vielleicht ist das Licht aus oder so. Moment, warte. Okay, es klappt wieder. Dann habe ich für mich sage und schreibe 5-mal mein Latte Macchiato mitgenommen. Voll viele meinten ja, dass ich das nicht trinken soll, aber das interessiert mich nicht, Leute. Ihr braucht mir das nicht jedes Mal irgendwie vorzugaukeln. Wenn meine Ärztin sagt, ich darf am Tag 2-3 Tassen Kaffee trinken, ohne Bedenken zu haben, dann darf ich auch einen kalten Kaffee trinken. Also bitte, mischt euch bitte nicht in dem Leben anderer Schwangeren ein. Klar, wenn ich jetzt eine Frau mit Alkohol sehen würde in der Hand, würde ich mir auch denken, ey, geht's noch? Oder wenn sie raucht oder so, finde ich das auch verantwortungslos. Aber jetzt bei sowas, ich esse Mozzarella, wenn ich Lust habe. Ich esse Salami, wenn ich Lust drauf habe. Ich trinke meinen kalten Kaffee, wenn ich drauf Lust habe. Ich esse kein rohes Fleisch oder sonst irgendwas. Und ja, seid nicht so streng mit euch selbst. Dann habe ich auf jeden Fall für Lina ein Shampoo gekauft. Also ich kann euch voll empfehlen, Lina liebt ja Shampoos, ne? Also auch so Badezusätze. Und die kosten um die 1,50 Euro oder so. Dann hole ich ihr so ein Packen und dann soll sie damit baden. Und dann hat sie noch mehr Spaß damit. Da ist auch viel mehr drin. Und das kostet lange noch nicht so viel. Dann habe ich mitgenommen für morgen. Morgen Abend sehr wahrscheinlich, gucken wir sehr wahrscheinlich einen Film mit Audet. Einmal das ist, glaube ich, neu. Ja, steht sogar drauf. Das ist von Katjes Sommerliebe. Dann hat Fakan sich das hier ausgesucht für heute Abend. Dann habe ich für die Kinder morgen 2 Ü-Eier mitgenommen. 2 Packungen Batterien. Und dann Schokolade. Ich hatte letztens so Lust auf weiße Schokolade, aber wir hatten schon so spät. Deswegen einmal mit weißen Crisps und einmal in Nussig. Oh, der macht das Nussige eher. Dann habe ich für die Kinder, die waren reduziert auf 99 Cent, ich habe jetzt mitgenommen. Die kriegen dann jeweils 2 Stück. Ich bereite mir dann so kleine Tütchen vor. Und dann Schokobrötchen für morgen. Dann, ich will schon seit langem diese Bonbons mitnehmen. Und die sind wirklich, die kann ich nur empfehlen. Die kosten auch 70 Cent oder so. Dann einmal hier. Und einmal Mini-Hörnchen, die mag Audet sehr gerne. Dann hat Hakan bei Kaufland sehr viele DVDs für Lina gekauft. Ehrlich gesagt finde ich die nicht so wow, aber der hat pro Stück nur 1 Euro bezahlt. Und zwar einmal das letzte Einhornpferd zurück. Danach Reise ins Königreich der Spielzeuge.
deutsche Märchen über 250 Minuten, Hänsel und Gretel, Aschenputtel, der gestiefelte Kater, Rattenfänger von Hameln und des Kaisern neue Kleider. Dann nochmal Hänsel und Gretel, das haben wir geschaut. Sie haben das so schlimm gemacht. Dann der Zauberer von Oz, auch nicht meins. Dann Schlau wie eine Ziege. Kasper, das habe ich als Kind geliebt. Dann Pocahontas nachgemacht, das werde ich aber auch im Original kaufen. Danach Abenteuer in Jerusalem, Jesus und die Tiere. Die Schöne und das Biest. Und die schönsten Märchen aus aller Welt. Da ist dabei der Prinz von Ägypten, Anastasia, Alibaba und die 40 Räuber, Goldblöckchen und die drei Bären, der Glöckner von Notre Dame. Genau, jetzt gehen wir rüber zu Kaufland. Achso, das war ja auch von Kaufland, ne? Aber das hat halt gar keinen gekauft. Moment. So, bei Kaufland haben wir gekauft. Einmal von Expresa Scheiben aus Frischkäse. Die waren im Angebot für 77 Cent. Dann einmal Erdnüsse pikant. Auch damit Jena essen das momentan abends sehr gerne. Dann haben wir zweimal Felina von der Bärenmarke Kakao gekauft. Dann zweimal die Fake Knickknacks, die sind viel günstiger und schmecken genauso gut, Leute. Dann wollte Lina zwei Äpfel. Was denn? Ich mache dir jetzt einen Obstteller, ja? Dann zweimal Exquisa, das war auch im Angebot. Ein Ü-Ei, das hat auch der Ehe gekocht, glaube ich. Dann einmal so ein ACE-Drink. Das ist für morgen. Was denn, Schatz? Warte kurz. Dann haben wir einmal Schwippschwapp, das war auch im Angebot. Dann nochmal diese Fake Knickknacks. Und ein Apfelsaft, das war es auch. Mehr haben wir nicht gekauft. Und ich muss jetzt meine Kamera aufladen, ich habe gar keinen Apfel mehr. Also da ist so ein Strich durch die Mitte. So ihr Lieben, es sind schon zwei Tage vergangen. Ich wollte ganz kurz mal aufklären. Also dieses Lego Duplo Set hat Lina von MyBaby zugeschickt bekommen. Und zwar wurden wir als Testfamilie ausgesucht. Ihr könnt euch auch ganz normal dort bewerben. Also ihr müsst dafür keinen YouTube oder so machen. Das Wichtigste ist, glaube ich, nur, dass man Instagram hat. Ja, Bilder uploaden. Dann muss man ein kurzes Video drehen. Das kann man aber auch mit dem Handy. Und einen Fragebogen ausfüllen. Ja. Und dann habt ihr so eine Checkliste, die ihr dann ankreuzen könnt. Also für die, die sagen, wenn man YouTuber ist, kriegt man nur Sachen geschenkt. Nein, ich habe euch auch schon bis jetzt 1, 2, 3 Seiten vorgestellt, wo ihr euch bewerben könnt und Produkttests machen. Also ne, für eure Kinder oder für euch selbst auch. Und ja, wir wurden ausgewählt. Ich habe da einfach so mitgemacht und wir wurden ausgewählt. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen. Also es war, glaube ich, das zweite Mal, dass man daran erinnert worden ist. Ja, das wollte ich kurz mal erwähnen. Gestern waren wir im Indoor-Spielplatz mit Lina und ihrer Freundin und mit den Männern. Lina hatte ganz, ganz, ganz viel Spaß. Also wir auch. Wir haben sehr viel gelacht. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich, wenn ich lache und so, ne, da kann ich mal schön schnell in die Hose machen. Aber gestern ist das zum Glück nicht passiert. Ich weiß, bei Lina ist das sehr oft passiert. Deswegen, letztens hat ja jemand gefragt, warum ich mir diese Einlagen kaufe. Genau deswegen, Leute. Ja, dann hat Lina von, also wir waren gerade eben nochmal bei Toys R Us. Ich weiß, Lina hat momentan total viel geschenkt bekommen, aber ich wollte ihr sowieso diese Peppa Woods Sets kaufen und die gab es jetzt bei Toys R Us. Lina hat das gestern bei ihrer Freundin gesehen und deswegen haben wir das jetzt gekauft für ihr Puppenhaus und damit spielt sie jetzt auch. Ich habe gleich auch einen Frauenarzttermin, da gehen wir auch gleich hin. Übrigens, ich verlinke euch die Seite unten in der Infobox. Ihr könnt euch da ganz normal anmelden und dann kriegt ihr per E-Mail jedes Mal Bescheid, wenn es ein Test gibt. Da. Wollen wir deine Peppa Woods Sachen zeigen? Ja, da. Nein, aber nicht so. Komm. Komm mal zu Mama. Ups. So, setz dich mal hier hin. Auf den Schoß. Okay. Oh. Also, wir haben zwei Sets gekauft. Das ist einmal der Papa. Der Papa? Ja, du musst das aber zeigen. Zeig das mal. Heute das Papa da. Nein, so sieht man das nicht, Schatz. Du musst das so halten. Gelbe? Einmal der Papa mit Peppa. So. Da war dann dieser Herd dabei.
Da. Hier macht man ein Handwerk und da kann man dann hier drauf drücken, dann leuchtet das. Da war aber noch was dabei. Genau das ist die Spüle dazu passen. Warum bin ich so dunkel? Moment, Leute. Kann ich das nicht einstellen hier? Und da war noch was, ne? Und das Essen. So, Papa. Dann haben wir einmal Oma Wutz und Pippa nochmal. Dazu gab es dann diese Schatztruhe und den Spiegel. Und wo ist das andere? Achso, und diesen Plattenspieler, da kann man auch draufdrücken. Und dann ist da Licht. Wir haben ja auch nicht gut. Also wir sind wirklich nur deswegen zu Toys R Us. Ja, bitte, nein. Vielleicht kannst du wieder in deine Tasche reintun. Vielleicht nehmen wir das mit zum Arzt, okay? Ja, Doktor. Ja, Doktor, da geht's schon. Und ich bestand drauf, dass das hier Mama Wutz ist. Aber das ist Oma Wutz, ne? Ist das Oma oder Mama? Nein, Oma. Oma. Ich dachte wirklich, das ist die Mama. Oder ist die Oma? Das? Nein, will der Arzt mal annehmen? Das geht kaputt. Außerdem kommt es zu deinem Lego. Genau, in ein, zwei Wochen wollten wir Ninas alte, also im Keller haben wir total viele Sachen noch von Nina. Das ist 56. Ich habe ihr damals schon gesagt, ich habe nichts weggeschmissen. Und das wollten wir hochholen. Und wenn wir das dann hochholen, werde ich hier auch ein paar Spielzeuge bringen. Zum Beispiel dieses Kinderbett und so. Das braucht sie momentan nicht. Damit spielt sie momentan auch nicht. Also sie ist momentan wirklich mit dem Puppenhaus beschäftigt. Mit der Küche und mit dieser, mit der Eisenbahn hier, mit dem Güterzug. Und das mit dem Güterzug macht wirklich Spaß. Also, so, Mama, das ist echt Mama, sehr hochwertig. Mama, machst du jetzt? Ja, Mama. Ja, ich muss mich jetzt auch schön sauber machen. Und dann müssen wir auch gleich los. Heute gibt es übrigens bei uns Tomatensuppe. Ne? Machen wir gleich Chorba? Und der Indoor-Spielplatz war auch sehr, sehr schön. Bis jetzt der schönste in Köln, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob Poolheim zu Köln gehört. Ich verlinke euch den Indoor-Spielplatz auch mal. Sehr, sehr schön. Also es ist da sowas von groß und wir hatten so viel Spaß. Die, die uns auf Instagram, die uns da folgen, die haben das bestimmt gesehen. Ja, Audel ist jetzt auch eben weggefahren, nachdem wir bei Toys R Us waren. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts. Der wollte mit zum Frauenarzt, aber der hat leider einen Termin, wo der hin muss. Deswegen klappt das leider nicht. Der ist erst um 17 Uhr fertig, oder? Ja. Und mein Termin ist um 15.30 Uhr, deswegen rumgelaufen. Ich kriege heute auch meine Spritze. Ich bin mal gespannt. Das ist ein bisschen doof gelaufen jetzt, ne? Mit der Spritze neben Nina. Aber... Sie kann ja ihre Geburtssachen hier mitnehmen. Ich habe schon die Sachen eingepackt. Dann kannst du da spielen, ne? Achterbahn. Ja, damit können wir später spielen, wenn wir zurückkommen. Wir gehen nämlich jetzt gleich. Ich muss mich nur noch fertig machen. Okay? Bist du gerutscht? Genau. Übrigens habe ich mir auch überlegt, wenn Lia auf die Welt kommt, wollen wir natürlich Nina was Kleines kaufen. Das hat meine Mama auch bei uns gemacht, dass die Schwester dann Lina was mitbringt beim Kommen. Und ich habe überlegt, einfach so ein Pepper Woods Set. Und dann eine Tüte mit Überraschungseiern, Schokolade und so. Und zu bauen? Ja, da, da. Ja, kannst du rausholen, wir gehen ja noch nicht. Ja, deswegen, ihr könnt ja mal aufschreiben, was ihr kaufen würdet, wenn ihr ein Baby bekommt und eurem Kind was schenken wollt, wenn das Kind dann da ist. Weil ich will, Nina wird ja in der Zeit bei meiner Mama sein. Ich hoffe, es läuft auch alles so gut. Und ich wollte, dass auch dann bei mir ist. Ich werde auch versuchen, nicht lange im Krankenhaus zu bleiben. Ich habe ja meine Hebamme und das reicht mir dann auch. Ich will nur, dass ich einen Tag da bleibe und die Ohruntersuchung können wir dann auch beim Kinderarzt machen, weil auch der wird sowieso zu Hause sein in der Zeit. Was denn? So, dann spiel du mal. Ich geh mal kurz duschen, ja? Nein. Was denn? Wir haben doch gerade gespielt. Wir spielen gleich weiter.
Hallo, ich bin Papa Wutz. Papa Wutz soll kochen? Nein. Au! Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal. Ich muss Wasser trinken. Und berichte euch dann, wie viel Lea jetzt wiegt und wie viel ich wiege. Lea hat letztens geschrieben, sie glaubt mir nicht, dass ich nur 2 Kilo bis jetzt zugenommen habe. Aber das stimmt auch. Ich habe wirklich nur 2 Kilo zugenommen. Warte, Schatz. Warte bitte kurz. Warte. Also, wo steht mein Gewicht? Hier. Nee, ich habe mit 64 gestartet. Sorry. Und wiege aktuell 66,2. Und wenn man rechnen kann, dann sind das nur 2 Kilo. Genau. Ja, heute muss ich auf jeden Fall mein Rezept abholen. Das habe ich hier bekommen. Und das ist eine Fertigspritze. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich freue mich einfach, wenn wir zurück sind. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Habe alles eingepackt. Ich habe gerade meine Mama angerufen, ob sie ein bisschen früher freimachen kann. Also was heißt früher? Sie kann freimachen, wann sie möchte, aber ich habe sie gefragt, ob sie mit mir zum Arzt kommen kann, weil es ist nicht so schön, wenn Lina sieht, wie Mama eine Spritze in den Popo bekommt. Da muss sie jetzt nicht unbedingt dabei sein. Ja, und sie meinte, sie macht dann um 3 Uhr frei. Mein Termin ist um 3.30 Uhr, oder? Ach, letztens hat jemand gefragt, wo ich diese Blöcke habe. Die sind von Action irgendwie. Und das kann ich nur empfehlen. Also ich habe einmal die To-Do-Liste und einmal die Shop-Liste. Also da schreiben wir dann immer auf, was wir brauchen, damit wir das auch nicht vergessen. Mein Rezept habe ich, mein Impfpass. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ja, wir waren beim Frauenarzt. 1, 2, 3. Ja. Ja, aber dann macht das wieder dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch 8 Termine, bis Lea kommt. Krass, 8 Termine? Ist schon viel, ja? Ja, auf jeden Fall, danke, mein Schatz. Der Akku. Danke. Ich wollte euch Lea zeigen. Akku, Baby. Da ist unsere kleine Maus. Also mit ihrem Gesicht. Ja. Wie viel ich zugenommen habe seit dem. Wie viel? Moment, ich muss selbst mal gucken. Also am 27.08. habe ich 66,2 gewogen. Und am 17.09., also heute, 66,9. Also ich habe 700 Kilo, ja, 700 Gramm zugenommen. Dann waren wir auf jeden Fall beim. Bei Lidl, da habe ich für Lina diese Quetschis mitgenommen. Lina, willst du Erdbeer? Nein? Auf jeden Fall habe ich so einen 4er-Pack Quetschis geholt aus dem Kühlschrank. Die Verpackung habe ich weggeschmissen. Also in den Müll. Dann Muffins. Was denn, Schatz? Ja, das Küchenrolle, ne? Dann einmal Sonnenblumen vollkommen rot. Die hatten kein anderes Brot. Schade. Rutschen? Ja, rutschen. Okay. Dann einmal Taschentücher, hatten wir auch keine mehr. Dann auch das Shampoo. Ohrstäbchen. Und Joghurt für Lina. Und ich habe noch so einen Silverpack Küchenrolle gekauft. Also Küchenrolle verbrauchen wir irgendwie, keine Ahnung was. Willst du Joghurt essen? Nein. Wir haben übrigens draußen Suppe und Pommes gegessen. Und das hat sie dann auch noch bei Müller gekauft. Wir waren nämlich da noch in den Arkaden. Was denn, Schatz? Was willst du? Mama, gib dich. Achso, ich habe auch meine Spritze in den Po bekommen. Das hat ein bisschen wehgetan. Ja. Und die Spritze hält jetzt 12 Wochen. Also ich hoffe, dass die Kleine innerhalb 12 Wochen kommt, ne? Aber ich denke schon. Weil in 9 Wochen bin ich dann 40 plus 1. Und dann... Man wartet ja so 7, 8 Tage und wenn dann immer noch nichts ist, dann wird dann eingeleitet. War zumindest bei Lina so. Und in den nächsten Wochen muss ich mich im Krankenhaus anmelden. Aber ich werde wieder in dasselbe Krankenhaus gehen wie bei Lina, weil ich war da sehr, sehr zufrieden. Ja. So, ich sortiere das noch. Willst du keinen Joghurt? Nein, Joghurt. Nein. So, ihr Lieben, ich habe jetzt ein Teeglas.
Das ist der hier. Reis gewaschen und der muss jetzt in 3 Gläsern ungefähr Wasser kochen. Und in der Zeit bereite ich meinen Joghurt vor hier drin. Ich schreibe euch die Zutaten unten rein, okay? Also unten blende ich das entweder ein oder ich schreibe es unten in die Infobox rein. So, ich habe hier jetzt 1,5 Gläser Joghurt. Dann kommt da jetzt ein Eigelb rein und 2 Löffel Mehl. Und dann rühren wir das schön um. So, ich habe das jetzt dazu gegeben und wir rühren das jetzt schön um. Nimm die noch. Genau, schön umrühren. Mama. Willst du das machen? Ja. Okay. Hallo. Mama. Mama. Wir kochen jetzt, ne? Ja, Eier. Da ist ein Eigelb drin und ein gehäufter Esslöffel. Nein. Mehl. Nein. Butter? Butter kommt zum Schluss. Naja. Ja, das jetzt. Nee, nicht weil das hart ist, aber das kommt zum Schluss. Wir machen doch keine Waffeln, Schatz. So, ich muss jetzt so aufnehmen, weil mein Stativ ist kaputt. So, hier kommen jetzt 2 Kellen. Also erstmal, Moment, kommt kaltes Wasser. Nee, so ist Scheiße. Wo kann ich euch denn aufstellen? So. So, jetzt kommen 2 Gläser Wasser, kaltes Wasser erstmal hier rein. So, dann nehmen wir hier das Wasser, also so 2 Kellen. Oder 3 Kellen, wie ihr wollt. Dass das so ein bisschen flüssiger wird. So, das kommt jetzt ganz, ganz langsam. Schon mal den Löffel kurz raus. In die Suppe rein. Ist bei uns das schon dickflüssig? Und tut bitte nicht mehr als wie ein Teeglas rein. Weil sonst ist das zu viel Reis. Und da drauf kommt dann gleich, da muss ich 2 Esslöffel Butter nehmen. Da nehme ich auch diese Butter. Ihr wisst, ich liebe diese Butter. Und einen Esslöffel Minze. Das muss man dann zusammen aufkochen und darüber gießen. Super lecker schmeckt das dann. So, jetzt, ihr seht schon, ne? Also ein Glas, also ein Teeglas Reis ist perfekt. Und wie gesagt, wenn die Konsistenz zu dick ist für euch, könnt ihr gerne noch Wasser dazu geben, aber dann nochmal abschmecken wegen dem Salz. So, hier habe ich jetzt Butter mit einem Löffel Minze. Einmal schön kochen. Und das reicht auch schon, sonst brennt die Butter an. Und danach geben wir das einfach zu unserer Suppe. Sieht das jetzt aus? Tadam, und eure Suppe ist fertig. Also es geht ganz, ganz schnell. Ihr Lieben, ich habe mich gestern vergessen zu verabschieden, deswegen mache ich das jetzt und würde sagen, ich beginne auch direkt den neuen Vlog. Also, bis morgen oder übermorgen. Tschüss.